Ich rufe auch den Zusatzpunkt 2, Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Pandemieplan für das Gastgewerbe statt pauschaler Schließungen. Gut, alle bleiben hier, ist wunderbar. Ich eröffne die Aussprache. Dafür ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich erteile als ersten Redner dem Kollegen Dr. Marcel Klinge, FDP-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass heute Abend bei dieser wichtigen Debatte der Bundeswirtschaftsminister anwesend ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Peter Altmaier noch keiner tourismuspolitischen Debatte in der gesamten Legislaturperiode teilgenommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Tourismuswirtschaft ist in ihrer schwierigsten Krise der Geschichte. Und da kann man doch auch erwarten, dass ein Wirtschaftsminister sich für die Belange der Branche einsetzt, dass sie sich für sie stark macht und nicht eben durch Abwesenheit und Desinteresse glänzt. Das geht so wirklich nicht. Mut, Verzweiflung, Trauer. Das Gastgewerbe kämpft ums Überleben. Betriebe sind keine Garagen, die man einfach mal so zusperrt. Hausverbot für Merkel, Scholz und Co. Die Schlagzeilen der vergangenen Tage spiegeln, glaube ich, sehr gut die Stimmung in einer der wichtigsten Branchen Deutschlands wider. Über 240.000 Hotels, Restaurants, Cafés und Bars werden von der GroKo nun in einer Hauruck-Aktion flächendeckend und pauschal für 4 Wochen zugesperrt. Eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen in Deutschland, meine Damen und Herren, eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen in Deutschland wird einfach mal so zum verzichtbaren Vergnügen degradiert. Ich finde, das ist eine Politik gegenüber Millionen von Leistungsträgern, die so nicht in Ordnung ist. Das ist respektlos, das ist ungerecht und das muss an dieser Stelle mal ganz klar gesagt werden. Fakt ist, das Gastgewerbe ist kein Pandemietreiber. Nur ein Bruchteil der bestätigten Infektionen finden in Hotels oder Gastronomiebetrieben statt. Im privaten Bereich ist es ein Vielfaches mehr. Wieso werden also Restaurants und Hotels geschlossen? Das versteht niemand. Die Branche ist, das ist auch Fakt, hat ihre Hausaufgaben gemacht über den Sommer und mit unglaublich viel Zeit, Energie und Geld die Betriebe pandemiefest gemacht. Die Große Koalition hingegen hat den Sommer in Sachen Krisenmanagement verpennt und nun müssen 2,3 Millionen Beschäftigte in diesem Land dafür genau die Zeche zahlen. So können wir aus meiner Sicht, aus der Sicht meiner Fraktion, eben nicht mit den besten Gastgebern dieser Welt umgehen. Sie haben unsere Wertschätzung, Sie haben unsere Unterstützung verdient. Der seit Montag geltende Branchen-Shutdown ist genau das Gegenteil davon. Und das macht nicht nur mich, sondern viele Menschen draußen fassungslos und wütend. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, wir brauchen endlich, und das beantragen wir heute als FDP, einen klugen Pandemieplan und eben keine pauschalen, flächendeckenden Schließungen. Da müssen Sie gar nicht so rummeckern, das ist doch die Wahrheit. Wir brauchen ein differenziertes Vorgehen und keine Pauschalität. Das Ziel der Freien Demokraten ist es, möglichst allen Betrieben durch diese schwere Krise zu helfen. Dazu haben wir in unserem Antrag, der Ihnen vorliegt, eine ganze Reihe von Punkten aufgeführt. Lassen Sie mich 3 Aspekte herausgreifen. Erstens. Planungssicherheit ist das Gebot der Stunde. Die FDP fordert diese Bundesregierung auf, noch in den nächsten Tagen verbindlich zu sagen, was ab dem 1. Dezember möglich ist und ob der Betrieb wieder voll losgeht. Gibt es ein Weihnachtsgeschäft? Ja oder nein? Wir brauchen endlich Klarheit und keine weitere Hängepartie. Zweitens. Die Betriebe brauchen im November schnelle Hilfe. Peter Altmaier spricht am Montag im Fernsehen noch davon, dass man alles versuchen werde, dass noch ein bisschen Geld in diesem Monat fließen solle. Wer Hotels und Restaurants aktionistisch schließt, sollte vorab wenigstens alle wichtigen Punkte klären und einen reibungslosen Ablauf bei den Hilfen garantieren. Das ist ein Gebot des politischen Respekts und des Umgangs mit einer wichtigen Branche. Und deswegen brauchen wir jetzt auch Abschlagszahlungen diesen Monat, damit der Betrieb eben im Dezember hoffentlich wieder weitergehen kann. Und drittens, meine Damen und Herren, die für ein Jahr beschlossene Mehrwertsteuerreduzierung auf Speisen, ja, die greift viel zu kurz. Eine Steuersenkung auf einen Bruchteil des Vorjahresumsatzes. Und viele Betriebe werden im November gar keinen Umsatz machen. Das ist keine wirkliche Hilfe. Wir wollen eine Vereinheitlichung haben im Rahmen einer großen Steuerreform. Das wäre ein wichtiges und notwendiges Signal an die Branche. Der Präsident hat mir einen freundlichen Hinweis gegeben. Ich will noch mal dafür werben, dass wir jetzt keine Zeit für parteitaktische Spielchen haben. Wir haben viele, viele gute Ideen in diesen Antrag reingeschrieben, mit denen wir gemeinsam mit den Betrieben durch diese Krise gehen können. Deswegen bitte ich Sie im Namen der Branche heute um Zustimmung. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Klinge.
Nächster Redner ist der Kollege Paul Lehry der CDU-CSU-Fraktion. Ganz klar, Moment, Herr Präsident. Wenn die junge Dame das Podium verlassen hat, dann dürfen Sie jetzt dahin treten. So, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrter Kollege Klinge. Wir haben uns ja heute Nachmittag am Rande des Ausschusses kurz austauschen können. Ich habe Ihren Antrag genau durchgelesen. Da steht vieles im Rubrum drin, was wir durchaus unterschreiben können. Die dramatische Situation des Gastgewerbes, der Hoteliers, ich glaube, das sehen wir fraktionsübergreifend in allen Parteien eben ähnlich, wie Sie das hier beschreiben. Jetzt, nee, langsam, schreien Sie nicht zwischen rein, stellen Sie meine Frage, dann habe ich mehr Zeit. War das die Frau Strack-Zimmermann? Sie titulieren Ihren Antrag mit Pandemieplan. Das setzt voraus, dass wir hier halt die Pandemie des Virus, des Covid-19-Virus, auch etwas planen können. Das sind halt leider mal bei dieser Ausbreitung des Virus Unwägbarkeiten, nur begrenzt Einflussnahmen der Regierung da. Das heißt im Endeffekt, wie sich das Virus in der Bevölkerung verbreitet, das haben wir doch im Sommer, im Herbst gemerkt, das Ansteigen der Pandemiezahlen, das Verhalten der Menschen, wo trifft man sich, wie feiert man zusammen, wo gibt es eben Pandemietreiber. Ich habe bei mir im Wahlkreis jetzt vor 3 Tagen ein Seniorenheim, wo von 107 Menschen drin 87 positiv getestet sind. Dieses Virus ist nicht zu unterschätzen. Und wie schon gesagt, wir hoffen, dass die Menschen, Herr Präsident, können Sie wegen Versorgung bei der FDP sorgen. Ein bisschen Ruhe da drüben. Herr Kollege Lehre, solange das Sie stört, bitte ja, ein bisschen Ruhe. Normalerweise lebt der Parlamentsdebatte auch von Zwischenrufen, aber wir sollten konstruiert sein, dass man sie hier auch verfolgen kann. Also allgemeine Zwischenrufe helfen da nicht weiter. Meine Zeit schon für den Zwischenrufen der FDP schon halb rum. Meine Damen und Herren, ich will darauf hinweisen. Das Virus ist schlecht berechenbar. Das heißt, wir müssen reagieren und wir haben darauf reagiert. Und Herr Kollege Klinge, Sie können Presseartikel zitieren, das kann ich auch. Ich habe gestern in einer großen deutschen Tageszeitung von einem Hotelier aus Würzburg, aus meinem Wahlkreis, die Zahlen. Darum ist der Lockdown eine Katastrophe für mein Geschäft. Hotelier rechnet vor. Der legt die Zahlen vor. Ich kann die Zahlen hier veröffentlichen, weil er sie selber veröffentlicht hat. Februar erwarteter Umsatz 280.000, tatsächlicher Umsatz 312.000. April erwartet der Umsatz 355.000, tatsächlich 23.000. Juni ähnlich 493.000, tatsächlich 107.000. August 240.000, Urlaubszeit, tatsächlich 210.000. Und jetzt kommt es, Oktober tatsächlich, oder erwartet 560.000, tatsächlich 239.000. Gleichzeitig musste der Hotelier in Hygienemaßnahmen investieren, allein 4.600 Euro seit Jahresbeginn. Jetzt kommt's. Letzte Hoffnung des Hoteliers, Merkels Ankündigung, die Bundesregierung wolle den vom Lockdown betroffenen Unternehmen bis zu 75% des im Vorjahr erzielten Novemberumsatzes erstatten. Mal abwarten, ob das passiert. Wir arbeiten daran, den Menschen, den Gastronomen, die alles richtig gemacht haben, die im Sommer die Hygienevorschriften eingehalten haben, die eben Plätze vereinzelt haben, die Hygienekonzepte für ihre Gastronomie entwickelt haben, die tatsächlich eben schon hier arbeiten wollen. Die wollen keine Almosen von uns, die wollen ihren Laden wieder aufmachen. Und daran arbeiten wir dann. Ja, langsam. Wir wollen verantwortlich mit den Hoteliers, mit den Gaststätten wieder öffnen. Aber das setzt voraus, dass wir dazu erstmal die Pandemiezahlen nach unten führen müssen. Sprechen Sie doch bitte mal mit Ihren Kollegen, mit den Medizinern in Ihren Reihen. Da oben sitzt der Andrew Ullmann. Fragen Sie denn doch einmal, was das Virus macht. Sprechen Sie doch mal mit den Ärzten in Ihren Reihen. Das ist halt leider nicht zu unterschätzen. Und lieber Kollege, vielleicht 2 Sätze noch dazu. Meine Zeit geht allmählich zu Ende, Herr Präsident. Die Zwischenrufe der FDP haben mich viel Zeit gekostet. Das Hygienekonzept der Werte ist richtig. Der Weg zu den Gaststätten ist natürlich auch das Problem. Sie haben vorhin in Ihren Einführungen ausgeführt, dass wir tatsächlich den Wirten ihr Geschäftsmodell mutwillig unterbinden wollen. Das ist nicht der Fall. Wir wollen Begegnungen der Menschen reduzieren, wo es irgendwo vertretbar ist, für einen begrenzten Zeitraum von 4 Wochen. Und ich bitte alle, die uns jetzt eben ein Stück weit zuhören, hier mitzumachen, wenn wir 4 Monate mit weniger einschneidenden Maßnahmen tatsächlich machen, mit entsprechendem finanziellen Ausgleich. 10 Milliarden, 75% des Vorjahresumsatz. Bitte? 4 Wochen habe ich. 4 Wochen habe ich gemeint. Na ja, gut, wenn Sie falsch hören wollen, kann ich es helfen. Können Sie wegen für Disziplin sorgen, Herr Präsident? Ich bin ja mal nicht so empfindlich, aber allmählich wird es zu viel. Wir helfen den Menschen, wir unterstützen sie.
Deshalb geht Ihr Antrag ab 1. Dezember, weil wir bis 30. November schon eben vernünftige, adäquate, probate, geeignete und erforderliche Maßnahmen für die Wirte haben. Die Wirte können neben ihren 75% Umsatzerstattung des Monats November 2019 zusätzlich bis zu 25% hinzuverdienen durch Außerhausverkauf. Das hilft den Wirten mehr als Anträge der FDP, wie schon gesagt. Ich sage nur, lieber gut regieren als nicht regieren. Ich bin froh, dass wir eben schon ein Stück weit die für die Wirtschaft, für die Wirte, für die Hoteliers die richtigen Maßnahmen machen. Und ich werde auch versuchen, meinen Hotelier, ich habe es mehrfach telefonisch versucht, morgen zu erreichen, um dann eben tatsächlich mit ihm zu erklären, was tatsächlich die nächsten Wochen und Monate für Möglichkeiten da sind. Herzlichen Dank. Ja, ich bin ja schon fertig, Herr Präsident. Herr Kollege Lehrer, ich habe Ihnen 1 Minute 20 Sekunden zusätzlich gegeben, weil Sie sich gestört gefühlt haben, aber... Herr Kollege Lehre, ich verstehe Sie, aber das nicht. Sie müssen jetzt nicht auch noch auf die FDP-Fraktion zeigen. Es gibt immer Leute, die ja zwischenrufen, Leute, die Zwischenrufe einfach provozieren. Und das ist ein wechselseitiges Geschäft. Also, Herr Kollege, ich muss das gar nicht weiter bewerten. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Münzenmeier, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, als ich den vorliegenden Antrag der FDP-Fraktion gelesen habe, musste ich an die Worte von Margaret Thatcher denken. Das Rückgrat ist bei manchen Politikern unterentwickelt, vielleicht weil es so wenig benutzt wird. Und liebe FDP, ich muss Ihnen die Frage stellen, was erzählen Sie hier denn eigentlich, Herr Dr. Klinge? Können Sie sich einmal in Ihrem Leben entscheiden, wofür Sie als Partei und Fraktion eigentlich stehen wollen? Sind Sie jetzt harte Opposition, die für Grund- und Bürgerrechte kämpft? Oder sind Sie der Möchtegern-Koalitionspartner, der in den Landesregierungen genau die Verordnung mitträgt, meine Damen und Herren? Beides funktioniert nicht. Sie müssen sich entscheiden. Sie versuchen hier beides und stellen sich mit Showanträgen vermeintlich an die Seite des Gastgewerbes, sind aber gleichzeitig mitverantwortlich für dieses ganze Schlamassel. Das ist und bleibt Heuchelei, meine Damen und Herren. Und deshalb noch mal für alle. Wenn Schließungen im Gastgewerbe überhaupt nicht helfen, weil gar nicht belegt ist, dass in Hotels und Restaurants ein hohes Infektionsrisiko besteht, dann sind sie rechtswidrig, weil unverhältnismäßig. Punkt. Das hätte ich von Ihnen erwartet. Das wäre mein Satz gewesen. Das, was diese Regierung gerade mit dem 2. Lockdown tut, stützt sich nämlich eben nicht auf Fakten. Es stützt sich auf Annahmen und Ängste. Bis zu dem Punkt haben Sie völlig recht. Und wenn 75% der Corona-Infektionen sich aktuell eben nicht zurückverfolgen lassen, dann kann man eben auch nicht hingehen als Regierung und einen Teil der Wirtschaft dicht machen, weil irgendwo kommen die vielen Neuinfektionen ja schließlich her. Das ist keine Wissenschaft, meine Damen und Herren, das ist Unfug. Und Unfug bleibt Unfug, auch wenn die Kanzlerin es sich so wünscht. Solange Sie sich das aber nicht trauen, deutlich zu sagen, liebe Liberale, dann nimmt Ihnen auch keiner ab, dass Sie wirklich für die Kneipe an der Ecke kämpfen. Sie sind nämlich eben keine echte Opposition. Sie regieren in 3 Bundesländern, unter anderem bei mir zu Hause in Rheinland-Pfalz. Und der dortige stellvertretende Ministerpräsident Volker Wissing, das ist Ihr Generalsekretär, der lässt die Gastronomie in Rheinland-Pfalz per Verordnung schließen und jammert dann auf Twitter darüber, dass geschlossen werden muss. Ehrlich gesagt, ich bin kein Mediziner, aber im Volksmund nennt man das Schizophrenie, meine Damen und Herren. Und trotz Ihres generellen Versagens als Service-Opposition bin ich aber gerne bereit, mich nochmal mit einzelnen Punkten Ihres Antrags zu beschäftigen. Und was fällt mir da auf? Forderung 1. Sie wollen einen Dialog der Bundesregierung mit den Verbänden des Gastgewerbes. Finde ich äußerst interessant, weil Sie, Herr Dr. Klinge, haben heute exakt um 16.45 Uhr einen Dialog abgelehnt, der in unserem vorgestellten Antrag heute im Tourismusausschuss lediglich einen anderen Namen, nämlich den Tourismusgipfel, trägt. Sie haben den heute abgelehnt, haben dagegen gestimmt. Und da ist es dann natürlich lächerlich, wenn Sie sich hier hinsetzen oder hier hinstellen und irgendwas erzählen von wegen parteipolitischen Spielchen. Gleiches Spiel beim nächsten Punkt, Umsatzsteuerreform. Wir haben hier im Deutschen Bundestag einen Antrag gestellt, dass die Reduzierung der Umsatzsteuer auch für Getränke gilt. Was hat die FDP-Fraktion gemacht? Sie haben abgelehnt. Sie haben gesagt, Sie wollen das nicht. Und jetzt schreiben Sie die gleiche Forderung in Ihren Antrag rein. Das ist schlicht und ergreifend unredlich, meine Damen und Herren. Und dann fordern Sie noch so Maßnahmen wie die Förderung von Luftfiltern. Erinnern uns, diejenigen, die bereits in den vergangenen Wochen für viel Geld ihre letzten Reserven in Luftfilter gesteckt haben und umgebaut haben, die mussten trotzdem schließen. Und dann kommen Sie um die Ecke und sagen, dann sind staatlich geförderte Luftfilter, die sind dann das neue Allheilmittel gegen Schließungen. Auch das, ehrlich gesagt, vollkommen unrealistisch, wieder mal völliges Versagen der FDP-Fraktion. Und besinnen wir uns nochmal auf den wichtigsten Punkt dieser Debatte, der in Ihrem Antrag leider komplett fehlt. Das Grundgesetz gilt auch in dieser Corona-Krise. Und ohne den Nachweis eines erhöhten Infektionsrisikos in der Gastronomie
sind die Schließungen unverhältnismäßig und somit rechtswidrig. Also kann ich Sie nur bitten, liebe Kollegen von der FDP-Fraktion, lassen Sie den Theaterdonner, bis Sie sich trauen, die Wahrheit auszusprechen. Und bis zu dem Zeitpunkt hören Sie mal in sich hinein. Und wenn Sie da noch einen Oppositionspolitiker in sich drin irgendwo entdecken, dann prangern Sie die Zustände mit uns gemeinsam an und handeln Sie vor allem auf Landesebene. Aber wenn Sie für Opposition zu mutlos sind, regen Sie sich nicht auf, machen Sie nichts draus. Das ist kein Problem, denn dafür gibt es mittlerweile, Gott sei Dank, ja die AfD-Fraktion, meine Damen und Herren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Münzenmeier. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gabriele Hiller-Ohm, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Herr Klinge, ich muss sagen, ich finde es geradezu unverschämt, dass Sie behaupten, die Gastwirtschaft wird eben mal einfach so zugemacht, ohne jeden Grund. Ich finde das unverschämt. Offensichtlich ist Ihnen entgangen, dass wir uns in einer weltweiten, wirklich schlimmen Pandemie befinden, dass die Gesundheit der Menschen bedroht ist, auch hier mittlerweile sehr stark in Deutschland, und dass gehandelt werden muss und dass dieser Lockdown sehr wohl seine Berechtigung hat, das ist wohl ganz klar. Wir sind dem Schutz der Bevölkerung verpflichtet, und deshalb wurden diese Maßnahmen getroffen, und das sollte auch für Sie gelten. Sie sollten nicht versuchen, die Pandemie zu verharmlosen, denn damit fügen Sie der Branche den größten Schaden zu. Das will ich mal sagen. Ich komme zu Ihrem Antrag. Mich hat das schon sehr gewundert, dass Sie einen Pandemieplan für das Gastgewerbe fordern. Denn diesen Pandemieplan gibt es ja schon längst. Für das Gastgewerbe gelten seit Monaten, ist Ihnen offensichtlich entgangen, länderübergreifend strenge Hygiene- und Abstandsregelungen. Wenn die nicht eingehalten werden, dann dürfen die Betriebe überhaupt gar nicht öffnen. Weiterhin fordern Sie in Ihrem Antrag, dass die Bundesregierung den Gastronomen in dieser schweren Zeit, in dieser schweren Krise unter die Arme greifen soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie verkennen oder verleugnen hier ganz offensichtlich die Realität. Die Bundesregierung, allen voran unser Finanzminister Olaf Scholz, hat richtig viel Geld auch für die notleidenden gastronomischen Betriebe locker gemacht. Und das ist auch gut so. Zur wirtschaftlichen Stabilisierung konnten und können die Betriebe seit März bisher nie dagewesene Soforthilfen, Direkthilfen in Anspruch nehmen. Liebe Beschäftigten in der Gastwirtschaft, liebe Gastronomen, seien Sie sicher, wir verstehen Ihre schwierige Situation und stehen auch zukünftig fest an Ihrer Seite. Die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck an den Überbrückungshilfen 3, die möglichst schon im Dezember vorliegen sollen und den Unternehmen dann die nötige Planungssicherheit für das kommende Jahr geben werden. Auch das bewährte Kurzarbeitergeld wird bis Ende 2021 verlängert. Und auch für die Zwangsschließungen jetzt im November werden die gastronomischen Betriebe entschädigt, um Insolvenzen zu vermeiden. Finanzminister Scholz hat hier die Schatulle richtig weit aufgemacht. Nun liegt es an Wirtschaftsminister Altmaier, dafür zu sorgen, dass das Geld auch schnell und unbürokratisch bei den Unternehmen ankommt. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, Sie sind ja auch in 3 Bundesländern vertreten. Ich denke an Schleswig-Holstein. Da stellen Sie sogar den Tourismusminister. Aber da habe ich überhaupt noch nichts von Hilfen oder Unterstützung für die Branche erfahren. Machen Sie doch da erst mal was, ehe Sie hier große Forderungen stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss und hoffe, dass wir die Pandemie rasch überstehen werden. Das können wir auch, denn eines steht ja fest, wenn wir uns alle an die Corona-Regeln halten, dann hat das Virus keine Chance. Mit Abstand und Hygiene wäre dann auch der Gastwirtschaft am allerbesten geholfen. Danke schön, Herr Präsident. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kerstin Kassner, Fraktion Die Linke.
Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Pandemieplan für das Gastgewerbe. Lassen Sie mich mal mit drei Frageworten der Sache auf den Grund gehen. Warum, wer und wie? Warum? In erster Linie dank des Antrags der Kollegen von der FDP beschäftigen wir uns mit einer Situation, die dem Gastgewerbe wirklich große Kopfzerbrechen bereitet. Es ist eine bedrohliche Situation, in der sich die Kolleginnen und Kollegen befinden, und hier braucht es wirklich Hilfe von uns allen. Ich komme, wie viele von Ihnen wissen, von der Insel Rügen. Dort wohnen 70.000 Menschen nicht einmal, und wir hatten in den letzten Monaten über 1 Million Besucher auf dieser Insel. Es ist festgestellt worden durch unser Gesundheitsamt, dass nicht die Gäste, nicht die Gastronomie, nicht das Hotelgewerbe der Auslöser ist für die Verbreitung des Virus, sondern es sind Familienfeiern und auch leider oft nicht bekannte Ursachen. Deshalb sage ich, wir müssen uns beschäftigen mit den Ursachen. Das, warum ist es so, dass sich dieses Virus verbreiten kann? Die Aufgabe, die der Staat hat, ist zu untersuchen, was werden für Maßnahmen ergriffen und bei wem werden Maßnahmen ergriffen. Wir haben festgestellt, wieder trifft es die, die es schon am Anfang besonders getroffen hat, also die Gastgewerbebranche, aber auch Kultur und Kunst, etwas ganz Wichtiges für unsere Gesellschaft, die Schausteller. Und wenn wir denken an die Gastronomen, an die Hotelbesitzer, dann sollten wir hier auch einmal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken. Was denken Sie, was es für Sie bedeutet, wenn man von den vielleicht 1.200 Euro Einkommen nur noch 60%, vielleicht 70% jeden Monat bekommt und nicht weiß, wie es weitergeht? Das ist bedrohlich, ganz deutlich. Und vielleicht hätte man bei den Ursachen auch wirklich mal die tatsächlichen Verbreiter der Pandemie bewerten müssen und stärker einbeziehen. Warum gibt es immer noch Massenunterkünfte für Mitarbeiter aus Osteuropa? Warum gibt es immer noch Massenunterkünfte für geflüchtete Menschen, die in ihrer Not zu uns gekommen sind? Dort sind diese Viren verbreitet worden. Das können wir doch nicht zulassen. Und jetzt komme ich noch zum Wie. Ich denke, dass die Gewinnsteuer, die negative, die Sie vorschlagen, nicht der richtige Weg sind. Ich denke aber, dass schnelle Hilfen gebraucht werden. Und wenn ich mich erinnere an unsere Aussprache heute im Tourismusausschuss, dann stelle ich fest, dass noch so viele Fragen offen sind und es schwer sein wird, der gebeutelten Branche schnell zu helfen. Aber ganz deutlich, sie braucht es. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Markus Tressel, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die aktuelle Lage ist für viele Unternehmen, Selbstständige und Freiberuflerinnen nicht nur ein riesiger Frustfaktor, sie ist auch tatsächlich existenzgefährdend. Und dass die meisten der Betroffenen da draußen frustriert sind, hat ja weniger mit mangelnder Einsicht in die Maßnahmen zu tun, als vielmehr mit der Sprunghaftigkeit, die Sie hier bei aller Notwendigkeit zu handeln an den Tag legen. Und nur damit kein falscher Eindruck entsteht, die Bekämpfung der Pandemie, auch mit den jetzt getroffenen Maßnahmen, die ist erforderlich, um nicht in eine noch tiefere Krise reinzurutschen. Aber ich hätte schon erwartet, liebe Kollegin Hiller-Ohm, dass die Bundesregierung den Sommer genutzt hätte, um sich und die Branche gut auf eine zweite Welle vorzubereiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass es mindestens ein Risiko für eine zweite Welle gibt, das war doch schon vor Monaten ersichtlich. Und jetzt wird mit heißer Nadel, und das ist vorwerfbar an dieser Stelle, ein Hilfsprogramm und seine Ausführungsbestimmungen gestrickt. Wir haben es heute im Ausschuss ja diskutiert. Wenn die Läden schon geschlossen sind, jetzt fängt die Bundesregierung an zu arbeiten. Und das ist vielfach das Problem, dass Sie die Branche nicht mitnehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, die Novemberhilfe
ist ein richtiger Schritt, aber Sie haben zuvor Monate weitgehend ungenutzt verstreichen lassen. Und es wäre Ihre Aufgabe gewesen, sinnvolle, differenzierte Maßnahmen zu entwickeln und die Unterstützungsinstrumente für den Fall der Fälle klar zu haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was wir jetzt bei den Hilfen erleben, das ist auch eine Gefahr für die gesamte touristische Infrastruktur, für den gesamten Tourismusstandort Deutschland. Und wenn in den Destinationen bei großen Teilen der Leistungserbringer die Lichter dauerhaft ausgehen werden, dann wird das auch nicht spurlos an unseren Städten und Gemeinden, an ganzen Destinationen in diesem Land vorübergehen. Und das Mindeste, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Gastronomen, Hotellerie, aber auch Händler und Kulturtreibende jetzt erwarten können, ist, dass Hilfe jetzt rasch und bei allen Betroffenen tatsächlich ankommt. Und deshalb, und das ist der Appell heute, erwarten wir jetzt Tempo von Ihnen. Und so schnell wie die Einschränkungen für Wirtschaft und Gesellschaft beschlossen wurden, so schnell muss jetzt auch die Hilfe fließen. Nicht erst in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten, dann werden viele von denen, die jetzt Hilfe brauchen, nicht mehr da sein. Jetzt brauchen wir einen Schutzschirm über die Gastronomie, die Veranstaltungsbranche und über unsere Tourismuswirtschaft. Wir müssen Planungssicherheit geben, schnell, unbürokratisch, passgenau und vor allem über den November hinaus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die bisherigen Überbrückungshilfen müssen überarbeitet werden, damit Hilfe auch fließen kann und nicht in der Bürokratie feststecken bleibt. Da sind Milliarden im Bottleneck stecken geblieben. Und auch Unternehmen, gerade in der Tourismuswirtschaft, in der Hotellerie, fallen bei den gesetzten Rastern, bei den gesetzten Grenzen durch das Raster. Und das muss sich ändern. Und auch ganz wichtig ist, hören Sie auf, Unternehmerlohn für Soloselbstständige und Kleinstunternehmerinnen zu blockieren, damit bei den Betroffenen auch wieder der nötigste persönliche Bedarf gedeckt werden kann. Und wenn das nicht geschieht, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist Deutschland als Tourismusstandort, als Kultur, aber auch als Tagungs- und Messestandort in großer Gefahr. Und dies wäre dann die wirkliche Katastrophe weit über die betroffenen Unternehmen und die Pandemie hinaus, weil die Menschen wollen reisen und sie werden wieder reisen. Und dafür brauchen sie aber Gastgeber, sie brauchen die Tourismuswirtschaft, die Kulturtreibenden und viele mehr. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass es die nach der Krise noch gibt. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Herr Kollege Trassel. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kerstin Vierecke, CDU-CSU-Fraktion. Die können sich ja verabreden. Herr Bundestagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ist die Schließung von Restaurants, Kinos und Sportvereinen die richtige Entscheidung? Diese Frage haben sich viele Politiker, Bürger und insbesondere die Betroffenen gestellt. Und wenn Sie mich dann mit danach fragen, dann antworte ich, ja, es ist die richtige Entscheidung. Wir alle haben die Entwicklung der Corona-Fallzahlen beobachtet. Und es war allen klar, dass etwas passieren musste. Es ist unumgänglich, dass wir die Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum reduzieren, zum Schutze derer, die durch das Virus am stärksten gefährdet sind. Und das ist immerhin 30% der Bevölkerung. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Diem, Fraktion Die Linke. Nein, danke. Meine Damen und Herren, wenn 75% der Neuinfektionen nicht mehr verfolgbar und nachvollziehbar sind, wir also nicht mehr mit Sicherheit sagen können, wo und wann sich jemand infiziert hat und wer davon betroffen sein könnte, wenn sich die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen in den letzten beiden Wochen auf über 2000 verdreifacht hat und vermutlich weiter steigen wird, dann müssen wir handeln, und zwar bestimmt, mit Augenmaß und wohlüberlegt. Und genau dies hat nach meiner Auffassung die Bundesregierung mit den Regierungschefs der Länder auch getan. Die Schließungen und Einschränkungen für Gastronomen, für Kultureinrichtungen, für Vereine sind ein harter Einschnitt und eine große Herausforderung für viele Betroffene. Das ist uns allen bewusst. Der Frust und die Verzweiflung über die Maßnahmen sitzen tief, insbesondere da viele Unternehmer dank großem Engagement, hohen Investitionen und innovativen Ideen eine Corona-Praxis geschaffen haben, die einen Betrieb bei geringen infizierten Zahlen ermöglicht. Und diese Maßnahmen, die werden wir auch in den nächsten Wochen wieder zu schätzen wissen, wenn sich die Fallzahlen stabilisiert haben.
Und genau aus diesem Grund werden die betroffenen Unternehmen, die Soloselbstständigen wie auch Vereine finanziell entschädigt und unterstützt. Dafür sind 10 Milliarden Euro eingeplant. 75% des Vorjahres Novemberumsatzes soll erstattet werden. Und dies nicht nur für die direkt betroffenen Unternehmen, sondern auch für die indirekt betroffenen Unternehmen, die eben einen Großteil ihres Umsatzes mit den betroffenen Unternehmen durchführen. Gerade für Gaststätten, die die Möglichkeit haben, mit Abhol- und Lieferdiensten zusätzliche Einnahmen zu generieren, diese werden auf die 75% nicht angerechnet. Wir werden nicht nur umfassend, sondern auch schnell helfen. Bereits Ende des Monats sollen die ersten Hilfen als Abschlagzahlung erfolgen, damit wir für Liquidität in den betroffenen Unternehmen sorgen. Und so schnell reagiert kein anderes Land. Ich halte das gesamte Vorgehen der Bundesregierung für gut, durchdacht und wirkungsvoll, abgestimmt mit der Wissenschaft und die Belange von vielen berücksichtigend. Im Vordergrund steht, dass wir Leben und Gesundheit schützen, dass wir weiterhin unseren Kindern die Bildung ermöglichen und die Wirtschaft langfristig stärken. Liebe Kollegen der FDP, das müsste doch auch in Ihrem Interesse sein. Daher kann ich keinen Mehrwert für die Gastronomie in dem Antrag der FDP entdecken. Viele der aufgeführten Forderungen wurden bereits durch die Maßnahmen der Bundesregierung zeitnah umgesetzt. In dem Antrag konzentrieren Sie sich nur auf die Gastronomie. Wir aber haben den Blick auf viele weitere betroffene Branchen und Bereiche. Der Antrag ist zu eng geschnitten, überholt und zeigt keine deutlichen Verbesserungen auf, welche nicht bereits diskutiert wurden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir mit den Einschränkungen also das Richtige. Wenn wir uns betrachten, wie die Corona-Situation in Deutschland ist, im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten in der EU, meine ich, dass wir in den letzten Monaten sehr, sehr viel Richtiges umgesetzt haben und damit Arbeitsplätze gesichert, Wirtschaftswachstum gestärkt und viele Leben geschützt wurden. Also, ja, wir machen das Richtige. Meine Rede möchte ich gerne mit einem Zitat abschließen des ehemaligen Schiedsrichters Dr. Markus Merk. Er sagte, alles richtig machen ist unmöglich. Gerecht zu sein, noch mehr. Aber der Wille dazu, der muss in jeder Situation, bei jedem Tun und Handeln erkennbar sein. Und das ist dir gegeben. Vielen Dank, Frau Kollegin. Verehrte Kanzler, Moment, es gibt jetzt eine kleine Kurzintervention. Ich bin immer ganz begeistert beim Kollegen Dehm, dass er schon weiß, was der Redner sagen wird, bevor der Redner es gesagt hat, weil sich sofort zu einer Zwischenfrage meldet. Aber Sie haben noch weiter zugehört. Die Fraktion hat für Sie eine Kurzintervention beantragt. Die erlaube ich jetzt. Herr Dehm, Sie haben das Wort. Herr Präsident, auch Ihre Prophetie ist mir bewundernswert. Aber ich habe in dem Moment, wo die Kollegin sagte, sie sagt Ja zu den Maßnahmen, meine Wortmeldung erst stattfinden lassen. Das war aus vollem Grund. IKEA hat auf, Schlachthöfe haben auf, Museen sind geschlossen und Theater auch. Und auf die Frage sagt Frau Merkel bei der Pressekonferenz, sie wisse wohl, dass die Gastronomen gut ausgestattet seien, relativ sicher gegen Infektionen. Die Theater ebenfalls, wie hier das Schlossparktheater des Kollegen Hallervorden, der jetzt dankenswerterweise klagt. Aber die Hinfahrt, da könnten sich die Leute infizieren. Also morgens zwischen 7:30 und 8:30 stehen die Leute Schulter an Schulter. Abends, wenn sie zum Theater fahren und in die Gaststätten, sind vielleicht 6 Leute im Waggon. Auf diese Logik muss man kommen. Und während die Gesundheitsämter in den letzten 10 Jahren nicht um Zehntausende reduziert worden, könnte jede einzelne Gaststätte überprüft werden. Hat sie investiert in zum Beispiel virustötende Belüftungsanlagen? Hat sie nicht investiert? Und die Gleichbehandlung ist eine Ungleichbehandlung zum Nachteil der kleinen und mittleren Unternehmen, Gastronomen etc. Die alle Parteien haben hier bei Alarmstufe Rot am Brandenburger Tor mit warmen Reden aufgewartet. Ein runder Tisch wird immer noch verweigert für die Kulturbranche, dass sie ihre Expertisen vorlegt, wie man noch sicherer in den Kultureinrichtungen werden kann. Solange das so ist, wird es von vielen dieser Lockdown als pauschalierende Idiotie empfunden, so wie er auch wirklich ist. Frau Kollegin Fege, Sie haben die Möglichkeit zu reagieren. Ich habe auch gar keine Frage gestellt mehr, weil Sie keine zugelassen haben. Dann brauchen wir ja gar nicht weiterreden. Alles klar, danke. Sie hätten ja keine zugelassen.
Frau Kollegin Fierke, Kurzintervention heißt nicht Kurzfrage, sondern er kann auch einen Beitrag leisten, auf den Sie reagieren können. Wenn Sie das nicht wollen, verstehe ich das. Dann ist der nächste Redner oder die nächste Rednerin die Kollegin Frauke Junge, SPD-Fraktion. Herr Kollege Frank Junge, ich habe es unbeabsichtigt gegendert, insofern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, ich möchte noch mal zu Beginn ins Bewusstsein rücken, dass es bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie darum geht, die Gesundheit der Menschen zu schützen und Leben zu retten. Das ist vielleicht deshalb nochmal wichtig, weil nämlich dort als Maßnahme resultiert, Infektionswege zu stoppen beziehungsweise alles dafür zu tun, diese Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen. Und Herr Dr. Klinge, wenn Sie in Ihrem Antrag fordern, dass wir wissenschaftliche Empfehlungen bei der Verschärfung von Maßnahmen prüfen oder mit einbeziehen sollen bei der Prüfung, dann halte ich diese Forderung an sich schon für absurd, weil wir nämlich genau das tun. Wir bedienen uns der Wissenschaftler der Charité, des RKI, der Helmholtz-Gemeinschaft, des Max-Planck-Instituts und so weiter. Und daraus resultiert nämlich genau die Kontaktbeschränkung, die wir jetzt, um diese akute Situation in der Covid-19-Pandemie zu stoppen, für 4 Wochen eingeleitet haben. Und im Übrigen, das will ich auch noch mal zu Anfang sagen, wir haben vor dem Hintergrund, dass wir so akut und schnell und konsequent gehandelt haben im Frühjahr sowie auch jetzt, gute Chancen, unsere Inzidenzwerte, die wir im Vergleich zu den europäischen Mitländern haben, diese guten Werte beizubehalten und aus dem Infektionsgeschehen insgesamt gut rauszukommen. Natürlich bedeutet der Lockdown temporär oder auch länger Einschnitte für die Bevölkerung und für die Unternehmen und natürlich auch für das Gastgewerbe. Und deshalb ist es an dieser Stelle wichtig und richtig, dass wir mit den Soforthilfeprogrammen, mit den Konjunkturpaketen, mit den Überbrückungshilfen, mit dem Kurzarbeitergeld, mit den Möglichkeiten jetzt über die Novemberhilfe, also die 4 Wochen Verdienstausfall, das wurde hier schon erwähnt, auf den Monat November 2019 anzurechnen und zu erstatten, genau die richtigen Pakete aufgelegt haben. Denn damit machen wir eins. Wir unterstützen die Kaufkraft der Menschen vor Ort, wir kurbeln damit Wirtschaftskreisläufe an und wir helfen den Unternehmen und auch dem Gastgewerbe direkt mit Zahlungen, die sie dringend brauchen. Herr Kollege Lomse, eine Zwischenfrage. Herr Kollege Mihalisch, Fraktion Die Linke. Bitte, gerne. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass der Gesundheitsschutz extrem wichtig ist und in dieser Situation das Wichtigste. Aber wie erkläre ich zum Beispiel in Hamburg Gewerbetreibenden, die in Einkaufszentren sind, dass ihr Laden, ihr Restaurant geschlossen ist, während alles andere drumherum offen ist? Wie erkläre ich den Gewerbetreibenden, nachdem sie zum Beispiel auch in Einkaufszentren erlebt haben, dass sie enorme Mietkosten haben, 10.000 Euro sogar im Monat, und nicht mal ein Drittel davon zurückerstattet bekommen? Und wie erkläre ich ihnen, oder wie würden Sie es ihnen erklären, dass gleichzeitig, also Sie erklären, Sie wollen Herde und Ansteckungen vermeiden, aber gleichzeitig in Hamburger Hafen riesige Kreuzer sind, die weitermachen können. Und wir wissen alle, dass auf diesen Kreuzer bis tausendfache Ansteckungen schon stattfanden. Wie ist das denn zu erklären, dass das eine möglich ist und da, wo eben die kleinen Unternehmer, die im Gastgewerbe auf alles achten und riesige Kreuzfahrten schippern können oder auch kleine Barkassen mit offenen Buffets. Das kann man doch keiner mehr logisch erklären, oder? Liebe Kollegin, ich möchte hier zunächst anführen, dass dieser lokale oder der temporäre Lockdown im November auf die Übereinkunft im Bundeskanzleramt mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zustande gekommen ist und dass wir unter diesem Aspekt dort Kompromisse machen mussten, sonst hätten wir die Einigung der Bundesländer nicht dazu bekommen können. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist der, dass auch für diese Branchen und für diese Bereiche Unternehmenshilfen bereitgestellt werden aus dem Bundeshaushalt. Die halten natürlich nicht dafür her, einen kompletten hundertprozentigen Ausfall auszugleichen. Allerdings helfen sie zumindest eine gewisse Zeit über diese Krise hinweg.
Und das ist genau der Punkt, um den es hier geht. Ich möchte fortfahren mit meinen Worten und darauf hinweisen, dass unser Tagesgeschäft in der SPD-Bundestagsfraktion gegenwärtig darin besteht, die bestehenden Hilfen nach Lücken zu durchforsten bzw. nach Verbesserungen zu suchen. Das ist unser Tagesgeschäft und dazu bedienen wir uns natürlich auch der täglichen Gespräche, Herr Dr. Klinge, mit den Verbänden und mit den Unternehmen der Branche. Dazu braucht es keine Forderung aus Ihrem Antrag. Das ist Tagesgeschäft für uns. Und eine Forderung, die wir sehr ernst nehmen, das ist die Forderung, dass wir jetzt schon daran arbeiten, die Überbrückungshilfe 3 auf den Weg zu bringen, damit wir zeitnah, nachdem der Monat November zu Ende ist und wir durch die Maßnahmen hoffentlich wieder auf ein normaleres Maß im Infektionsgeschehen zurückgekommen sind, mit einer neuen Auflage, mit einer Überbrückungshilfe 3 aufwarten können, die nämlich die Gastronomen und das Gastgewerbe dringend brauchen. Denn meine Unternehmen aus dem Wahlkreis signalisieren mir, dass sie mit der Hilfe jetzt für November gut bedient sind, dass ihnen aber die Planungssicherheit fehlt, über den November hinaus klarzukommen. Und deshalb ist es an uns, und das werden wir auch schaffen und tun, die Überbrückungshilfe 3 auf den Weg zu bringen. Unter diesem Aspekt lehnen wir Ihren Antrag ab und sind uns sicher, dass wir mit unseren Paketen der Branche gut helfen. Vielen Dank, Herr Kollege Junge. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich es gemerkt habe, was Sie mir gesagt haben. Jetzt aber richtig, letzte Rednerin ist die Kollegin Heike Bremer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vollmundig hat der Fraktionsvorsitzende der FDP gestern diesen Antrag angekündigt. Immerhin haben wir ihn gestern Abend erhalten und immerhin umfasst er Antrag ganze 2 Seiten. In Ihrem Antrag sprechen Sie aber nur vom Gastgewerbe. Ich frage mich, warum sprechen Sie in Ihrem Antrag nicht von den Hotels, den Veranstaltern, den Schaustellern und erst recht nicht von unserer Kulturbranche? Wahrscheinlich war es der Schnelligkeit geschuldet. Fakt ist, die Pandemie hat unsere Welt immer noch fest im Griff. Das zeigen die rasant steigenden Infektionszahlen. Unsere Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben es sich bei ihrer Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Sie haben umsichtig gehandelt und einen gemeinsamen Weg vorgeschlagen, um unsere Bevölkerung zu schützen, wohl wissend, dass dies ein harter Weg ist, der unseren Bürgern und unserer Wirtschaft vieles abverlangt. Wir haben es ja schon gehört, Sie regieren ja in Rheinland-Pfalz mit und Ihr Wirtschaftsminister und Generalsekretär hat ja dem auch zugestimmt. Vielleicht sollten Sie ihn vorher fragen, wenn Sie diese Anträge hier stellen. Meine Damen und Herren, mein Wahlkreis ist der Harz, eine sehr beliebte Urlaubsregion. Auch bei uns hat der Teil Lockdown die Tourismusbranche sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen bis ins Mark getroffen. Und es leiden auch die Händler, Bäcker, Handwerker und andere Unternehmen, weil die Touristen ausbleiben. Wenn ich mir ansehe, was die Branche in den vergangenen Wochen und Monaten alles geleistet hat, dann ziehe ich davor aufrichtig meinen Hut. Es wurden umfassende Hygienekonzepte erarbeitet, kreative Ideen umgesetzt und neue Wege beschritten. Eine wahre Kraftanstrengung, die allerhöchste Anerkennung und ein großes Dankeschön verdient. Wir als CDU-CSU-Fraktion wollen alles dafür tun, damit die Hotels und Restaurants wieder öffnen können, damit wir in der Vorweihnachtszeit wieder Kultur genießen können. Wir lassen die Tourismus- und Kulturbranche, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen nicht allein. Als CDU-CSU setzen wir alles daran, die wirtschaftlichen Härten abzufedern. Der Bund stellt den Betroffenen außerordentliche Wirtschaftshilfen in Höhe von 10 Milliarden Euro bereit, schnellstmöglich und unbürokratisch. Dafür hat sich unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier eingesetzt. Und wir Tourismuspolitiker danken ihm dafür. Herr Lindner hat letzte Woche die Hilfen als teuer bezeichnet. Wir finden, die Menschen in der Gastronomie, im Beherbergungswesen, in der Veranstaltungsbranche, im Kulturbereich tragen für uns eine große Last. Sie alle verdienen unsere Solidarität und damit auch die finanziellen Mittel. Liebe Kollegen,
der FDP. Im Gegensatz zur Opposition kann sich die Regierung nicht wegducken, wenn es ernst wird. Wir stehen in der Verantwortung, und unsere Bundesregierung hat sich dieser Verantwortung gestellt. Wir als CDU-CSU-Fraktion werden auch in Zukunft nicht nachlassen und alles dafür tun, um der Branche zu helfen. Für Sie als FDP wäre es besser gewesen, Sie blieben Ihrem Motto treu und schreiben lieber gar keinen Antrag als einen schlechten Antrag. Vielen Dank.